Tja, da werde ich jetzt wohl sowohl die Festung... Ja, das war doof. Da habe ich mit der Festung definitiv zu lang gewartet. Aber mein Katapult wird das schon regeln. Zack. So, ein General weggenügt. Gebäude an Feind verloren. Ja, das sehe ich doch. Leider auch hier die beiden Goldbergwerke. Das heißt, meine Goldquelle ist versiegt. Das wiederum heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, aber der wird jetzt erstmal gleich da... Wisst ihr was? Was macht er mit seiner Militärmacht? Die ist rapide gesunken. Und ich würde sagen, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Deswegen greifen wir jetzt mal hier an. Ach, jetzt kommt er wieder mit Schützen um die Ecke. Oh, super. So. Der Gerät ist kaputt. Ja, das habe ich jetzt befürchtet. Jetzt kommt er nämlich hier, in genau dem Moment kommt er hier mit ein paar Schützen an und wird mir wahrscheinlich sogar das Gebäude da wegnehmen. Zack. So. Ja, genau das war das, was ich befürchtet habe. Holen wir uns hier eben wieder. Was soll der Geiz? Ich habe ja nur jetzt Gott sei Dank nur einen Holzfäller verloren. Gebäude an Feind verloren, Gebäude angenommen, Gebäude angenommen. Wir werden angegriffen, ich weiß. Komm, da das nur rot ist, kann ich mir das ja, wie gesagt, ohne weiteres wieder... Oh, jetzt hat mein Katapult die Festung kaputt geschossen. Ah, Mann. Okay, der Schuss ging eindeutig nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und weil wir hier vorne mal ein bisschen mehr Militärmacht brauchen... Moment, hier werden, glaube ich, schon... Ja, hier sind genug Münzen. Ach komm, da greife ich auch schon mal mit 3 an. Ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt mal ein bisschen vorzurücken und mal ordentlich Dampf im Kessel zu machen. So, das hätten wir schon mal eingenommen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal einen Katapult hin. So, wo rücken jetzt die Soldaten nach? Wahrscheinlich hier oben. Ach, guck an, der hat auch noch einen General da stehen. Das ist ja schön. Kann ich ihm wenigstens mal richtig einen auf den Dötz hauen? Yay, Gebäude eingenommen. Hey. Zack. So, jetzt habe ich hier 3 Generäle drin. Das ist schön, das ist gut. Moment, der hat da seine Münzprägerei. Das heißt, das Gebäude hole ich mir auch noch eben. Ich will jetzt nicht mit zu viel nach vorne preschen. Denn ich brauche noch... Ah, Mist, jetzt kommt er mir, glaube ich, schon entgegen. Ah, Mist, das ist ein General. Okay. Moment, jetzt habe ich gar nicht... Ach, ja gut, wir werden hier oben angegriffen. Das ist ja vollkommen okay. Ja, bitte? Keine weiteren Steinbestände. Um Gottes Willen. Das war's dann wohl mit dir, mein Lieber. Durch dieses Gebäude habe ich Land verloren. Soll mir egal sein. Oh ja, hier brauche ich dringend ein Upgrade. Zack, jawohl. Und wir haben seine Münzprägerei platt gemacht. Perfekt. Ich glaube, da könnt ihr mir vielleicht die Ungeduld verzeihen, dass ich hier nicht gewartet habe, bis das Katapult fertig ist. Das dürfte seine Goldproduktion erstmal wenigstens schwächen, im Optimalfall sogar lahmlegen. So, hier brauchen wir mehr Goldmünzen. Ich wollte schon sagen, ich habe hier keinen General verloren. Hier kann auch noch ein bisschen Gold rein. Und ich muss erstmal hier wieder Gold abbauen, fällt mir gerade auf. Ja, bitte, wir werden angegriffen. Nicht schön, aber... Na, schafft er das? Jawohl, er hat's geschafft. Geil. Zack. Der nächste verprügelt. So, der hat hoffentlich schon den einen oder anderen Schlag einstecken müssen. Ich behalte mir trotzdem das Recht vor, dieses Bütchen abzureißen. Ich will nämlich nicht, dass er mir den Bauplatz für das Katapult klaut.
Ja, jetzt kommt Rot auch noch. Ist klar, Papa Schlumpf. Aber da kommt ein weiterer General von uns, der Rot mal eben den Steiß aufreißt. So, Moment, ich will das eben noch im Auge behalten. Ah! Oh, Gott sei Dank. Ja, das ist ja nochmal gut gegangen. Sehr schön. Was machen denn meine Soldaten in Reserve? Ich habe keine mehr. Ja, das habe ich mir gerade irgendwie gedacht. Kohle kriegen alle gleich. Ah, hier, okay, mein Gold ist ja versiegt. Stimmt, ich entsinne mich. Dann hoffen wir mal, dass das Katapult schnell steht, damit ich den einfach mal ein bisschen bombardieren kann hier unten. Also, die beiden sind auf jeden Fall in Reichweite. Das hier wird schwierig. Ich denke nicht, dass das in Reichweite ist. Und deswegen könnte ich hier mal eben Hallo sagen. Ich glaube, einer reicht da schon. Sofern da kein General drin ist. Eine Nachricht. Oh nein, ein weiteres Kohlebergwerk ist platt. Das ist nicht schön. Hier mal die Münzlieferung aus. So, da haben wir ihn schon. Schön, 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 schön. Ja, und mein Plan ist aufgegangen, denn jetzt habe ich hier jede Menge generalmäßige Kapazitäten frei. Ah, Moment, das war doof. So, dich hätten wir. Und Generäle an der Front haben rockt. So, oh, du kommst aber weit raus zur Verteidigung. Meine Fresse. Wir werden angegriffen. Ah, super. Und jetzt ist natürlich General Bergfröhlich zur Defense rausgekommen. Hoffen wir, dass er es reißen wird. Ich habe nämlich eine ganz böse Ahnung. Ach, Gott sei Dank. Es hätte mich gewundert, aber naja, ihr wisst ja, manchmal ist man einfach ein Pechvogel. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen eben die anderen. Ihr kennt das ja. So, ich brauche auf jeden Fall dringend neues Gold, denn ich habe keine Münzen mehr. Das ist schlecht. So. Militärgebäude besetzt, sehr schön. Aber jetzt muss ich mal die Nahrung umverteilen. Dass die Goldbergwerke Vorrang haben. Denn sonst sehe ich schwarz. Ich meine, neue Schützen haben schön und gut, aber es geht doch nicht so ein paar Generäle. Und es geht auch nicht so ein fertiges Katapult. Ich würde sagen, hier, das sind Punkte, lässt sich so gut verteidigen. Ne, Wachturm, Katapult, Wachstube. So, jetzt sage ich dem hier aber auch mal meine Meinung. Keine weiteren Fischbestände. Okay, das war definitiv ein schlechter Deal. So, kommt mal von hier hinten mit. Denn Rot geht mir gehörig auf den Senkel. Also eigentlich geht er mir gar nicht so sehr auf den Senkel, aber manchmal diese Angriffe mit zwei Soldaten, das ist mehr als überflüssig. Ah, sehr schön. Ihr marschiert einfach direkt rein. Das ist wunderbar. So, und das nächste Gebäude adaptiert. Adaptiert ist übrigens das neue Wort für erobert. Ich würde sagen, zumindest, der hier ist sowieso nicht mehr in Katapultreichweite, deswegen holen wir uns den mal. Damit der nicht auf die Idee kommt, noch weiter hier Nahrung zu produzieren, also Getreide. Da habe ich nämlich kein Interesse dran.
dass er seine Truppen bzw. seine Bergwerke versorgt kriegt. Das darf nicht sein. Moment, hier hinten war doch auch noch Gold, oder? Oder stand hier nur die Münzprägerei? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Wir erkunden einfach mal den Berg und schauen mal, was da so auf uns wartet. So, liebes Katapult, walte deines Amtes und bombardiere die Gegner. Keine weiteren Steinbestände. Das ist natürlich schlecht. Wie, wir werden angegriffen? Ich glaub's ja wohl. Ich glaub, mein Hamster pupt. Ach, guck an, da sind ja nur zwei Schützen drin. Na, das geht ja mal gar nicht. Moment, ich glaube, ich stelle überall die Münzlieferungen aus. Außer in den Wachtürmen. Ja. So, er hat geschossen. Hat er auch getroffen? Ich weiß gerade nicht, ob er getroffen hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich mir... Ja, Gold ist jetzt stehen geblieben. Das heißt, das war es definitiv hier mit seiner Münzproduktion. Und wenn ich mir so die Militärmacht angucke, Gelb hat sogar noch weniger als Rot. Das überrascht mich jetzt gerade in der Tat ein wenig. So, dann gehen wir doch mal Hallo sagen. Kohle gefunden. Ja, Kohle ist doch auch gut. Ja, und da haben wir das erste Gebäude weggebombt. So, an das werden wir nicht rankommen. Also marschieren wir da mal eben ein. Feindliches Gebäude eingenommen und noch eins eingenommen. Schönes Ding. Ups, der hat da einen Katapult stehen. Da ziehe ich mich doch mal hier raus, ganz dezent zurück. Ja, feindliches Gebäude eingenommen, sehr schön, sehr schön. So, dich hier oben werden wir direkt einstampfen. Ich würde sagen, euch hier unten könnten wir eigentlich auch einstampfen. Ja, machen wir auch. Moment, wir warten aber, bis das Lager aus hier fertig ist, damit ihr direkt hier oben seid. Das nächste Kohlebergwerk ist platt. Wie schrecklich! Habe ich jetzt echt keine... Oh. Und ich wundere mich, dass ich kein Gold nachkriege. So, walte deines Amtes und produziere Spitzhacken wie ein Wahnsinniger. Gelb muckt auf. Ach komm, eure Militärmacht ist so am Boden. Ich könnte eigentlich direkt einmarschieren. Warum mache ich es nochmal nicht? Gute Frage. Oh, findest du den Weg bis nach hier unten? Ja, der General hat ihn ja auch gefunden. Der war noch weiter weg. Von daher sollte das dann soweit passen. Gut, da kommst du nicht mehr ran. Ja, komm, ich würde sagen, streichen wir unten die Segel. Ja, da lassen wir die Münzlieferung nochmal an. Und hier erst recht, denn da haben wir einige Trüppchen drin. So, ein weiteres Goldbergwerk ist besetzt, das ist schön. So, wo wollen wir denn als nächstes angreifen? Das Katapult macht mir ein bisschen Sorge, deswegen würde ich sagen, hole ich mir das als nächstes. Aber irgendwie müssen hier erstmal ein paar Trüppchen nachrücken. Und da sehen wir schon, wie General Bergfrühling und seine Bergfrühlings-Crew ausrücken. So, wir greifen da einfach mal mit drei an. Mal gucken, wer da rauskommt. So, ein Offizier. Na gut. Ne, ist doch nicht mal ein Offizier, ist ein Unteroffizier. Okay, aber der wird es bestimmt schon reißen, da er ja sowieso kein Gold mehr hat, der Lümmel. Ach, und da kommt aber noch ein General dazu.
So, hier sagen wir auch mal Hallo. Da auch. So, ist hier gleich mal das Lagerhaus fertig? Ich hoffe doch. So, zack, zack, Katapult weg. Und da stehen wir schon vor seinem Hauptquartier. Schön. Und ja, genau, jetzt kommt die Münze hin, weißt du? Oh. Ein Lager ist fertig, fulminant. Ganz famos. Dann stellen wir doch mal hier die Lieferungen ein. Das nächste Gebäude eingenommen, perfekt. So, seit 30 Minuten nicht gespeichert, dann speichern wir doch mal jetzt.